wird. Machen wir noch ein Blatt dazu. Ich glaube, Tulpen ohne Blatt ist ja auch ein bisschen traurig. Dann geben wir einfach ein Blatt dazu. Ein bisschen wieder Mohnblumenöl. So. Aufnehmen. Und von mir aus da wächst das Blatt raus. Also am Ende vom Stiel auf der Seite, rechten Seite Pinsel ansetzen, fest aufdrücken und dann ziehe ich da ein bisschen nach oben und oben einen schönen Spitz, der ist ein bisschen nach unten gebogen. Und wieder Farbe dazu, einmal links, einmal rechts und machen dasselbe mehr oder weniger noch einmal und da werden wir breiter. Und oben gehen wir wieder am Spitz zusammen. Wieder ein bisschen Öl. So. Das Ganze müssen wir und ziehe nicht mit der Hand, sondern nur mit einem Schwung mit dem Finger, ja, oder mit der Hand, nicht den Arm bewegen, die Farbe wieder weg. Und das ist so ähnlich wie ein Flugzeug, was so auf der Startbahn landet und aufsteigt, dass es unterm Zug, also unterm Flug praktisch aufsetzt und wieder weggeht. Und so ähnlich ist der Pinselstrich. Auf das muss man ein bisschen aufpassen oder ein bisschen denken, dass man ganz einfach wirklich nur hergeht, da ansetzt, einen festen Punkt macht und zieht den Pinselstrich weg. Dann tupfe ich wieder ab, gehe wieder in mein Weiß und mache wieder dasselbe. Fester Punkt und wegziehen. Da weiß ich jetzt dann theoretisch, dass ein Blütenblatt drüber kommt, dann brauche ich nicht viel machen, sondern ich gehe nur her und ziehe die Farbe ein bisschen weg. Das ist mehr oder weniger nur Gedankenhilfe. So, und dann machen wir gleich das rechte Blütenblatt, ist wieder dasselbe. Das heißt, das erste muss ich schön machen, also das heißt wirklich langsam runterziehen die Farbe, dass ich die Außenkanten meiner Tulpe auch schön forme. Wieder abstupfen, am Papier frische Farbe aufnehmen, fester Punkt und mit dem Handgelenk wegwischen. Abtupfen, frische Farbe. Da ist wichtig immer nach jedem Pinselstrich wirklich die weiße Farbe abzutupfen, weil in dem Moment, wo ich mit Weiß da drauf gehe, auf meine Tulpe, aufs Bild, dann ziehe ich die violette Farbe am Pinsel und dann sieht man, dass die extrem stark violett ist. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe und ich mache nur einen Punkt am Papier, ist die violette Farbe herunter und ich kann wieder ein frisches, helles Violett aufnehmen. Einmal links, einmal rechts und wieder fester Punkt und wegziehen. Abstupfen, frische Farbe und wieder einen festen Punkt und wegziehen, Punkt, wegziehen, Punkt, wegziehen, Punkt, wegziehen. So. Und immer nicht vergessen, immer Richtung Stiel, das ist ganz wichtig. Wieder abstufen und dann haben wir das mittlere Blatt in der Mitte, frische Farbe aufnehmen und dann sage ich, da steht noch ein Blütenblatt, das ist genau da, da sehe ich es. Wieder aufdrücken und wegwischen. Abstupfen, frische Farbe, das ist immer schön. Abstupfen, wegwischen. Aber wenn man schaut, mein Zug geht immer daher. Ja, das ist wie gesagt das Flugzeug, das aufsteigt. Aufdrücken, wegwischen und in der Luft über den Punkt drüber gehen. Das ist wichtig. Wieder frische Farbe und von mir aus geht es da ein bisschen raus. Aufdrücken und wegwischen. Abstufen, frische Farbe, aufdrücken, wegwischen, aufdrücken, wegwischen. Da kann ich ein-, zweimal drüber gehen, weil es mir ruhig auf der linken Seite ein bisschen dunkler sein kann, das stört mir überhaupt nicht und damals wieder das nächste. Fester Punkt und wegwischen, fester Punkt, wegwischen, fester Punkt, wegwischen und wegwischen, abwischen am Papier, frisches Weiß und wieder dasselbe. Punkt, wegwischen, aber immer Richtung Stiel. Das darf man nicht verlieren aus den Augen, das soll immer wirklich mit einem Auge, sage ich immer, meinem Malschüler sage ich immer, mit einem Auge schaut es am Stiel und mit einem Auge schaut es am Pinsel. Das bei kleinen Blüten geht das sehr locker und sehr leicht. Bei größeren Blüten wird es ein bisschen ein Problem. Aber sonst funktioniert das immer ganz toll, weil wie gesagt, das darf man nicht oder soll man nicht aus den Augen verlieren. Dann kann man ab und zu, das machen wir nachher, dann gehen wir her und nehmen wieder unseren Verblenderpinsel, den kleinen Wischpinsel und dann tue ich nur die Pinselstriche, die nicht so hundertprozentig fein oder schön sind, die tue ich ein bisschen nachglätten, aber immer in die Richtung natürlich meiner wunderschönen Blüte, wie die gewachsen sind und immer in die Richtung zum Stiel. Das ist wichtig, dass wir das rausziehen und dann können wir schön die Blüte formen. Und natürlich nicht alle Blätter sind immer kerzengerade, dann nehmen wir mal ein bisschen einen kleineren, also meinen zweiten Pinsel, den kleineren, den nehmen wir ein bisschen dazu.
So, nehmen wir da ein bisschen ein Weiß auf. Und nicht alle Blüten sind immer ganz kerzengerade gewachsen. Die haben ab und zu natürlich ein bisschen eine Falte drin oder sind ein bisschen geschwungen oder gewellt. Und das müssen wir da ein bisschen auch dazugeben. Das gehört dazu. Das heißt, ich gehe einfach da rein, fest aufdrücken und ziehe das ein bisschen weg. Wieder ein bisschen ein Weiß und ziehe das immer weg. So, da auch. Dann habe ich mein Blatt mehr oder weniger schon unterteilt. Da wäre es jetzt zerrissen, aber auf der Rückseite von der schönen Tulpe gehe ich her und mache einfach nur einen Punkt und habe einfach eine Falte drinnen. Das heißt, da wirft mein Blütenblatt einen kleinen Schwung drinnen. Das ist nicht kerzengerade gewachsen, sondern hat einfach eine Falte drinnen. Und die wollen wir. Die geht ganz, ganz leicht. Das heißt, nur außen ansetzen, runterziehen und auf der Rückseite einen kleinen Punkt. Da hier unten können wir auch noch eine machen. Da zum Beispiel ist eine Falte. Aufsetzen, wegwischen, aufsetzen, wegwischen, aufsetzen, wegwischen. Und dann auf der Rückseite machen wir wieder einen schönen kleinen Punkt. Und dann wird unsere Blüte schon wieder ein bisschen interessanter, weil es wie gesagt nicht hundertprozentig gerade dahin wächst, sondern ab und zu einmal ein bisschen gewellt ist. Da haben wir dasselbe wieder. Aufsetzen, wegwischen, Punkt. Und Punkt und auf der Rückseite wieder unseren kleinen Punkt und wir haben schon wieder eine Falte drin. Und auf der Herüberseite, wenn wir da so viele Falten haben, brauchen wir herüben natürlich auch welche. Wieder dasselbe, Punkt wegwischen und auf der Rückseite